Schön, dass du wieder hier bist. Ich bin Sam Patrick und herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit dem Titel Emotionen verstehen. Dieses Video basiert auf dem Video der letzten Woche als auch der vorletzten Woche. Und heute soll es darum gehen, wie du in ganz besonderen Situationen, wie zum Beispiel bei dem Erleben eines Umsatzplateaus, vielleicht wenn du die Preisfrage beantworten musst, möchtest, oder du einfach seit 2 Wochen keine Anfragen mehr hast und dann etwas nervös wirst. Genau für diese Situation möchte ich dir heute einerseits ein grobes Verständnis mitgeben zum Thema Emotionen, aber auch letzten Endes ein kleines Werkzeug, welches dir helfen kann, einfach gelassener zu bleiben. Okay? So, wenn du grundsätzlich Interesse daran hast, mit mir zusammenzuarbeiten und diese Dinge von vornherein mit viel weniger Zeitaufwand und entsprechend viel weniger Reibung anzugehen, aufzulösen, dann bleib bitte bis zum Ende dran, denn dann habe ich nochmal eine Ankündigung für dich. Okay? Also, lass uns einsteigen und das Thema Emotionen einmal folgendermaßen betrachten. Wenn wir in eine Situation kommen, die uns vielleicht mit Unsicherheit belastet, das heißt, es kann etwas schiefgehen, wir können uns verletzen oder es ist wirklich eine Riesengefahr da, dann haben wir erst einmal eine Emotion, die uns davor schützen soll, in eine Verletzung, in einen Unfall, in was auch immer zu geraten. Das heißt, wir haben einerseits eine Gefühlsregung, das heißt, diese Emotion auf psychophysischer Ebene, ja, die wird so genannt, psychophysisch. Das heißt, unser Wahrnehmungssystem nimmt erstmal wahr, da könnte was schiefgehen und dann gibt es eine physische Reaktion. In der Regel wird die Emotion erstmal nur als eine Gefühlsregung bezeichnet. Gefühlsregung heißt also, wir verspüren erst einmal Kribbeln, wir verspüren Druck, Ziehen, Enge, Wärme, Kälte, wir verspüren Luftnot, was auch immer es sein mag. Das basiert auf einer psychophysischen Wahrnehmung, die dann eine gewisse Gefühlsregung hervorruft. So, und wenn wir jetzt in einer Gefahrensituation sind, dann hat unser System, unser Körper 2 Möglichkeiten. Das heißt, einerseits möchten wir uns verteidigen bzw. schützen. Ja? Verteidigung, ich schreibe das mal aus, / Schutz. Ja? Oder wir sehen eine Blumenwiese, wir sehen unseren Partner, wir sehen ein Familienmitglied in dieser Situation, dann entspannen wir uns. Das heißt, wir haben hier dann letzten Endes Verbindung, ja, zu anderen Menschen, zu uns selbst, zur Natur und entsprechend Sicherheit. Unser Gehirn unterscheidet also zwischen, es ist Sicherheit vorhanden oder es ist Gefahr vorhanden. Das heißt, hier ist das Bedürfnis Schutz, hier ist das Bedürfnis die Verbindung auf Basis der Sicherheit. Ja? Also, wenn du jetzt in einer Situation bist, die in irgendeiner Form eine Gefühlsregung hervorruft, dann sei dir dessen bewusst, dass das erstmal grundsätzlich nur etwas in dir ist, was nach außen getragen werden möchte. Eine Emotion ist erstmal nichts anderes als eine Regung des physischen Körpers, die gesehen und wahrgenommen werden möchte. Das ist der erste wichtigste Punkt. Das heißt, deine erste Aufgabe ist einfach nur eine Wahrnehmung. Das Problem nämlich ist, wann aus einer Emotion ein Gefühl wird, also sowas wie Frust, Angst, Zweifel, Neid und so weiter und so fort, ist, wenn unsere assoziativen Gedanken damit, mit diesem Gefühl, loslegen. Warum ist das so? Unser Gehirn speichert ganz, ganz viele Informationen auf Basis der Vergangenheit. Das heißt, wir haben etwas durchlebt, so wie heute, schaust du dir dieses Video an, in 3 Tagen wirst du diese Informationen auf Basis der Vergangenheit abrufen, weil dein Gehirn ein Riesenspeicher ist. Wenn du jetzt also in eine Situation kommst, in der du eine Gefühlsregung, also eine Emotion verspürst, dann heißt das erstmal nichts anderes, als dass dein Gehirn eine mögliche Situation versucht zu antizipieren, die vielleicht schon mal gegeben war. Das heißt, das Einzige, was du gerade wahrnimmst, ist tatsächlich eine Illusion, wenn man das jetzt mal ganz plump ausdrückt. Wenn du jetzt aber dieses Gefühl spürst und es kommt dir irgendwie bekannt vor, weil es schon mal so war, dann interpretierst du eine ganze Menge rein. Dann interpretierst du, dass vielleicht der Kunde nie wieder anruft, dass der Preis zu hoch ist, dass deine Dienstleistung schlecht ist. Und dann sagst du vielleicht, oh nein, mein Angebot ist total schlecht, oh nein, mein Kurs ist total schlecht. Ich krieg gar keine Rezensionen mehr, es ruft niemand an, ich bin uninteressant, der Markt hat sich verändert, was auch immer. Alle möglichen Hirngespinste passieren. Das heißt, Emotionen und gedankliche Assoziation, also Interpretation, verbinden sich und werden ein Gefühl. Und wenn es zu diesem Gefühl gekommen ist, dann folgen automatisch Handlungen und entsprechende Resultate. Was ist jetzt der entscheidende Punkt für dich? Erst einmal solltest du die Gefühlsregung nur wahrnehmen.
sehen, dass da was ist, was raus möchte. Und wenn du in der Wahrnehmungsposition bleibst, also den Fühler dieser Regung beobachtest, hast du immer noch die Kontrolle über die Emotion. Denn immer dann, wenn du aufspringst, wirst du gefühlt, wenn ich das so sagen kann. Bis dahin bist du nur der Beobachter. Okay? So, das heißt, Wahrnehmung ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du in dieser Position des Beobachters verharrst, ignoriere deine Gedanken. Denn wenn du faktisch um dich herum schaust und keinerlei Gefahr vorhanden ist oder grundsätzlich die Faktenbasis gegen all das spricht, was du dir assoziativ, interpretativ da jetzt hier hinein manövrieren kannst, dann solltest du deine Gedanken ignorieren. Und dann bist du in einem Prozess des Loslassens dieser Emotion. Das heißt, du kannst dann einfach in dieser Beobachterrolle verharren, so lange, bis sich die Emotion erst einmal verflüchtigt. Denn Emotion ist nichts anderes als Energie in Bewegung. Wenn du aber auf diesen Zug aufspringst, fährt die Emotion dich durch die Gegend, während du, wenn du in der Beobachterrolle bleibst, die Emotion einfach lenken kannst. Es ist also unheimlich entscheidend, dass du verstehst, dass es zwei Modi gibt. Du fühlst dich gut, du bist in Sicherheit, du kannst Freude empfinden und so weiter und so fort. Merkst du eine Gefühlsregung, die dich unsicher macht, dann hat einfach nur dein Gehirn die Assoziation, dass gerade eine unsichere Situation passiert oder vorhanden ist. In der Beobachterrolle kannst du dann entscheiden, was in dieser Situation passiert. Wirst du gefühlt, ist es zu spät. Und was ist der entscheidende Punkt dabei, um da einfach den Strich zu machen und zu sagen, okay, ich lasse mich nicht kontrollieren. Das ist deine Identifikation. Identifikation meint, dass du es zugelassen hast, dass diese Emotion sich mit einem deiner Gedanken, mit deinen Interpretationen verheiratet. Identifikation heißt, du machst das Thema zu deinem. Du bist das Gefühl oder du wirst gedacht. Schau nochmal das Video von der vorletzten Woche an, dann wirst du wissen, was ich meine. Denn überall, wo das Ich stattfindet, ich bin ängstlich, ich bin traurig, ich bin so und so, so ist das Gefühl zu dir geworden. Heißt das jetzt, dass wir diese Emotionen nicht spüren dürfen? Nein, es heißt nur, dass wir wahrnehmen müssen, dass unsere Interpretation auf Basis einer Gefühlsregung stattgefunden hat und dadurch das Gefühl erst entstanden ist. Denn faktisch gesehen, und ich weiß, dass es schwer ist, sich davon zu lösen, ist in dieser Situation nichts da, was dich traurig, zweifelhaft oder sonst was sein lassen dürfte, weil ja alles in der Vergangenheit war. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Der entscheidende Punkt ist also der, dass du immer diese Identifikation auflöst, indem du wieder zurück in die Beobachterrolle gehst. Dich nur auf die Emotion, also auf die Gefühlsregung fokussierst, diese wahrnimmst, ohne mit der Identifikation wieder in Kontakt zu treten. Und wenn du das schaffst und verstehst, dass das alles nur Energie ist, die bewegt werden möchte, dann kannst du aus der Beobachterrolle die Energie lenken, die Emotionen lenken, Fakt wahrnehmen, was ist jetzt gerade in dieser Wirklichkeit wirklich da. Und von diesem Punkt aus löst sich der Druck, löst sich die Anspannung und du hast freie Wahl. Du kontrollierst in diesem Moment deine Reaktion auf die Situation. Okay, es ist also keine Affekthandlung mehr, sondern es ist eine ganz bewusst gewählte Handlung. Und in diesem Sinne erschaffst du dir deine Realitäten, die du sehen möchtest. Du erschaffst die Resultate, die du sehen möchtest. Und bei dieser Umsetzung wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß und vor allem Erfolg. Wenn du die Abkürzung nehmen möchtest, Hilfe dabei haben möchtest, dann schau auf jeden Fall in die Beschreibung, denn da findest du einen Link, mit dem du mit mir in Kontakt treten kannst, wo ich dir einfach in diesem Prozess helfen kann. Lass uns gemeinsam sprechen und ansonsten, wenn du dieses Thema interessant findest, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere und wir sehen uns in der nächsten Woche. Mach's gut, dein Patrick. Ciao.